kleiner Scherz. Ihr wisst ja, ich mag manchmal makabre Scherze. Noch ist es nicht so weit. Noch haben wir ja unsere Demokratie und die Todesstrafe ist abgeschafft in Deutschland. Nun ja, aber es gab sehr unschöne Szenen, wie ich gesehen habe in Berlin. Gestern Samstag ein ganz mieser Taschenspielertrick. Polizei lässt die Leute auflaufen und dann beschwert sie sich darüber, dass die Abstände nicht eingehalten werden und man muss jetzt eben auflösen. Das sind schon Methoden, das erinnert schon sehr stark an Diktatur und willkürliche Maßnahmen. Aber man gibt sich noch Mühe, man spielt so ein bisschen Theater. Und wenn alles vorbei ist, also wenn dieses ganze Land quasi im Chaos versinkt und man dann irgendwie ein Militärrecht einführt, dann braucht man auch gar kein Theater mehr spielen. Dann könnte das Ganze vielleicht so enden wie in meinem kleinen Schauspiel hier. Aber noch ist es nicht so weit. Und unschöne Szenen auch heute am Sonntag auf eine wehrlos liegende Frau eingeschlagen mit Fäusten, die Polizei. Ist halt nervig, wenn eine Frau rumschreit, dass hört man nicht so gerne, dann mit der Faust drauf, so nach dem Motto, gib endlich Ruhe. Aber das ist nicht die richtige Methode, weil es wird die Leute noch mehr ärgern und noch mehr wütend machen. Und das Ganze wird seinen Lauf nehmen. Und also ich kann ein bisschen mal plaudern, also Faustschläge, Tritte, blaue Flecke, das geht alles noch. Also ich selber war, als ich noch jünger war, so ein bisschen in Hamburg unterwegs, so die Rote Flora in der Schanze, also Schanzenviertel. Und ja, also mich hat das immer irgendwie magisch angezogen, diese, ja, ich würde mal sagen, revolutionäre Stimmung. Aber es war der falsche Weg, weil Autonome, die mag eh keiner gerne. Und die Polizei brauchte sich da nicht zurückhalten. Was hat man gemacht? Walpurgisnacht, die Nacht vor dem 1. Mai. Ein Feuer auf der Straße, also kein Fahrzeug war gefährdet, gar nichts. Aber die Polizei hatte eben Erlaubnis, Knüppel raus und dann wurde drauf losgedroschen. Also eine Frau, die war vor mir in die Enge geraten, gegen so eine Wand und ich war oben auf der Treppe, habe dann versucht, so meine Arme schützend davor zu halten, weil ja, es war dunkel, keiner hat es gesehen und dann haben auf einmal die Knochen der Finger so angefangen zu knacken. Das hat mich ein bisschen gestört. Da habe ich versucht, diese Frau zu schützen. Habe dann aber von hinten eins drauf gekriegt und musste dann irgendwie die ganze Zeit so laufen, weil die ganze Zeit so eine pulsierende Blutfontäne aus meinem Kopf geschossen ist. Und also, ich sag mal so, es war jetzt nicht schön, aber ich habe schon Schlimmeres erlebt. Die Polizei hat sich schon ein bisschen gebessert, muss ich sagen. Wann war das Ganze? Ich glaube 2000, also das ist dann schon 20 Jahre her. Und bei den Autonomen hat sich die Polizei nie zurückgehalten. Also da gab es immer voll eins mit dem Knüppel und auch Knochenbrüche. Also ein Mädchen wurde der Schädel zertreten, also Schädelbasisbruch, also kein Scheiß. Das hat sich alles so ereignet, weil wer sich selber ins Unrecht setzt und solche Sachen macht, der läuft auch in Gefahr, ebenso behandelt zu werden. Aber das ist diesmal nicht der Fall. Die Polizei muss sich schon ein bisschen mehr vorsehen. Es gibt mehr Kameras, es gibt mehr Handys, die das Ganze filmen. Also damals gab es noch nicht so viele Handys, wo die Leute dann hatten und das filmen konnten. Also es ist etwas besser geworden, aber dennoch, diese Gewalt ist völlig unnötig, weil das Ganze lässt sich gar nicht mehr aufhalten. Es brodelt überall jetzt, auf der ganzen Welt. In Thailand gibt es Studenten, die anfangen aufzustehen, in die westkanadische Küste. Jeder, der versucht, Kinder zwangs zu impfen, wird dort verfolgt mittlerweile. Die Leute haben dort Komitees gebildet und so müsste man das weltweit machen, dass jeder, der es wagt, unsere Kinder anzufassen, mit Strafverfolgung zu rechnen hat. Ich rede hier nicht von Selbstjustiz, ich rede von der Einhaltung von Rechten. Auf dem
Boden der gültigen Gesetze. Darüber rede ich. Und das ist jedermanns Recht. Wenn also Leute denken, sie können die Polizei gegen uns einsetzen und einfach so lange draufhauen und irgendwann ist Ruhe, ich glaube, das wird so nicht mehr funktionieren. Das ist die Botschaft. Also kommt nicht mehr, wir lösen euch auf, wir knüppeln drauf. Also sozusagen das Mittel der Abschreckung, was völlig illegal ist, weil die Versammlung war genehmigt, auch die Demonstration, der Demonstrationszug, es war alles genehmigt. Und diese miesen Tricks, diese Taschenspielertricks werden nicht helfen am Ende. Und ja, also es ist leider so, dass ich mit meinem englischsprachigen Video Who I Am Part 2, also der zweite Teil, also die Beweise sind zu erdrücken. Frau Merkel, Sie sind eindeutig zu erkennen auf diesem Wandgemälde im Denver Airport. Das ist Ihr Gesicht. Und der Antichrist hat Sie als führende Figur auserwählt, eben die neue Weltordnung durchzusetzen. Und die Leute haben das Spiel durchschaut. Wie bin ich denn da drauf gekommen? Ja, also ich habe meine alten Bilder durchgewühlt und habe mich gesehen eben als kleinen Jungen mit der Lederhose und habe gedacht, irgendwoher kenne ich das, aber ich konnte mich nicht erinnern, wo ich das mal gesehen habe. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja diesen Film gemacht über den Denver Airport mit diesen ganzen Symbolen und Gemälden. Also wer die jetzt gemalt hat, weiß ich nicht mehr, aber spielt auch keine Rolle. Es sind bestimmte Botschaften, ich bin drauf, Sie sind da drauf. Und im Gegensatz zu meinem Vater, der hieß Helmut Schmidt, brauchte man Sie nicht erpressen. Sie wollten die Macht. Sie sind verführt worden. Sie wollten die Macht und jetzt müssen Sie das Ganze ausbaden. Also das Beste, was Sie machen könnten, wäre, Sie steigen in Ihr Flugzeug und fliegen nach Paraguay, das Domizil, was Ihnen der Antichrist schon zugeteilt hat. Das Haus ist schon da. Und verbringen dort noch ein paar schöne Tage, weil, wenn Sie Glück haben, haben Sie hier vielleicht humanen Strafvollzug. Wenn Sie Glück haben, weil das Volk hat mittlerweile die Schnauze voll von ihrer satanischen Terrorherrschaft, die sie hier ausüben. Und es ist nicht mehr zu stoppen. Da können die Polizisten noch so doll draufhauen. Eine Botschaft an die Polizisten: Findet ihr das toll, was ihr da macht, uns im Weg zu stehen, unsere Freiheit zu rauben und draufzuhauen? Was nützt euch das denn? Ja, was nützt euch das, wenn ihr denkt, ihr seid jetzt auf der Seite der Stärkeren, ihr seid gute Polizisten, ihr führt eure Befehle aus? Was nützt euch das denn am Ende, wenn auf eurem Grabstein steht, er war ein guter Polizist, er hat stets alle Befehle ausgeführt, weil ihr seid auch irgendwann dran. Dieses ganze Zeug, was sie hier aussprühen, atmet ihr auch ein. Und ich weiß, dass ihr denkt, ich bin ein Vollspacko, ich habe hier irgendwelche kranken Fantasien, aber ihr werdet es merken, wenn ihr in Rente geht, ihr werdet nicht mehr gebraucht, wenn ihr nicht mehr stark und jung seid, ihr werdet auch irgendwann alt und gebrechlich sein. Und als Polizist verdient man nicht so furchtbar viel, ihr habt kein eigenes Haus, ihr werdet auch zur Miete wohnen und dann werdet ihr erleben, wie sich das anfühlt, wenn eure Nachbarn euch für paar Euro zusammenschießen mit diesen Geräten. Ihr wisst, dass diese Geräte existieren. Ihr müsst die Leute, die diese Geräte einsetzen, sogar schützen. Ich bin selber schon mehrfach von euren Kollegen verfolgt worden, weil ich das dokumentieren wollte, wie die Leute die Geräte rein und rausbringen in die Mietshäuser hier in Frankfurt. Die sind überall im Einsatz. Ja, und wenn das so weitergeht, seid ihr auch irgendwann dran. Und da helfen euch dann eure jüngeren Kollegen auch nicht. Ja, also ihr solltet daran denken, wenn das so weitergeht und ihr denen noch helft, dann habt ihr nicht, dann Gottes Urteil wird euch treffen, dann habt ihr es auch nicht besser verdient. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, ob ihr so weit denken könnt, was in 40 Sa Jahren sein wird, wenn ihr denen helft, hier unser Land kaputt zu machen. Und ja, geht mal in euch. Ihr wollt das eigentlich nicht. Ihr müsst das machen. Ihr müsst euren Befehlen folgen. Aber einige tun es dann doch gerne. Leider muss ich das auch feststellen, dass es viele gibt, die gerne Gewalt ausüben. Und man sucht eben auch
ganz genau diese Leute aus für den Polizeidienst, die eben Spaß haben, ne, andere zu verprügeln. Aber ihr seid irgendwann auch dran. Das könnt ihr mir glauben. Es gibt auch für euch dann keinen Kommen. Denkt da dran und vielleicht kommt ihr wieder ein bisschen zur Vernunft und geht in euch und ihr wollt das nicht. Ihr habt auch eine Mutter, die euch geboren hat und daran solltet ihr denken. Okay, dann mal sehen, wie die Sache weitergeht und ja, bis zum nächsten Video.